Tag aus der Bundespressekonferenz. Heute war es wieder interessant. Meine erste Frage an Herrn Seibert war die nach einem Entwurf aus den Regierungsfraktionen im Bundestag, der vorsieht, dass man die epidemiologische Lage, dass ich das noch richtig ausspreche, schon über den 31. März hinaus verlängert. Im Moment würde die nämlich dann enden. Schauen Sie sich die Frage und die Antwort an. Jetzt habe ich Herrn Reitschuster als Nächsten. Eine Frage an Herrn Seibert. Und zwar haben CDU und SPD im Bundestag ein Papier eingebracht, Gesetz zur Fortgeltung der epidemischen Lage. Da heißt es dann unter anderem, dass die notwendigen Regelungen in einer Pandemielage über den 31. März 2021 hinaus gelten sollen. Bei Alternativen ist nur ein Wort keine. Ist das mit der Regierung abgesprochen? Wie stehen Sie dazu und woher hat man jetzt schon die Kenntnis, dass das also in den April hinein noch alles gelten muss? Danke. Ja, um es vielleicht für alle einzuordnen, wie Sie wissen, im letzten März hatte der Bundestag eine sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt, im November dieses noch einmal bestätigt. Und das ist die Voraussetzung für zweierlei. Zum einen hat dadurch der Bundesgesundheitsminister die Möglichkeit, Verordnungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und zur Bewältigung der Pandemiefolgen im Bereich Gesundheitswesen und Pflege zu erlassen. Zum Beispiel, aus der Vergangenheit, die Verordnung, um das Register für die Intensivkapazitäten zu schaffen oder die Impf-, die Test-, die Einreiseverordnung. Und zum anderen ist diese Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite Voraussetzung für die Maßnahmen, die die Bundesländer erlassen, auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. Noch, und ich denke, das haben auch die einleitenden Bemerkungen heute klargemacht, ist die Pandemie nicht vorbei und sie wird auch Ende März noch nicht vorbei sein. Das ist die Einschätzung aller Experten. Aber dann genau Ende März enden die genannten Verordnungen. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, darüber zu beraten, inwieweit diese Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite fortbestehen soll. Und das letzte Wort darüber hat natürlich der Deutsche Bundestag als Gesetzgeber. Bitte? Warum ist die Vorlaufzeit so lange, 2 Monate? Na, jetzt haben wir den 10. Februar. Ist es jetzt nicht unbedingt 2 Monate bis Ende März? Ja, da bin ich nicht so ganz einverstanden mit Herrn Seibert, weil der Entwurf ist vom 1. Februar, also waren es da doch 2 Monate. Und faktisch ist in meinen Augen der Herr Seibert da ein bisschen der Antwort ausgewichen. Interessant auch, dass kaum berichtet wird über diese Vorlage. Was ich besonders bemerkenswert fand in dieser Vorlage, dass der Punkt Alternativen nur aus einem einzigen Wort besteht, aus dem Wort Nein. Die zweite Frage an Herrn Seibert, die ging dann wieder genau dahin, wo ich schon lange nachhake. Kritische Experten, hören Sie sich's an. Jetzt Herr Reitschuster. Herr Seibert, eine Frage zum sogenannten Corona-Gipfel am Mittwoch. Gibt es da wieder eine Expertenrunde wie vorher schon? Können Sie zur Zusammensetzung etwas sagen und wird die Bundeskanzlerin reagieren auf die Kritik, dass das zu einseitig gewesen sei, die Zusammensetzung? Also werden Experten aus Psychologie, Erziehungswissenschaften und dergleichen und Kritiker dabei sein? Vielen Dank. Also auf die von Ihnen gerade angesprochene Kritik haben wir hier nun schon ein halbes Dutzend Mal und auch ansonsten schriftlich und in Interviews reagiert. Deswegen glaube ich, müssen wir das jetzt nicht nochmal tun. Es gibt dieses Mal keine vorgeschaltete Expertenanhörung vor der Beratung der Bundeskanzler und der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten am Mittwoch. Das war ja auch nicht bei jeder solchen Veranstaltung der Fall. Es hat das zweimal gegeben, aber es hat auch häufig sowas nicht gegeben. Das letzte Mal gab es einfach einen ganz konkreten Informationsbedarf, nämlich das damals noch neuere Thema der Mutationen und ihrer Auswirkungen. Ein solches Thema diesmal gibt es nicht, aber wie ich es schon gesagt habe, wissenschaftliche Erkenntnisse fließen in die Arbeit der Bundesregierung und natürlich wahrscheinlich auch der Landesregierungen, auch jenseits von solchen vorgeschalteten Expertenanhörungen ein. Eine Nachfrage? Mit Reaktion auf Kritik meinte ich nicht eine
Rechtfertigung, sondern Handlungen. Gibt es irgendwelche oder gab es Gespräche der Bundeskanzlerin mit Kritikern der Corona-Maßnahmen? Danke, jetzt im Vorfeld. Okay, ich wiederhole jetzt trotzdem, wir sind hier darauf eingegangen, wir sind auch bei anderen Gelegenheiten darauf eingegangen. Es hat auch beim letzten Mal bei der Expertenanhörung zum Beispiel den Teilnehmer Herrn Professor Krause gegeben, der in manchen Einschätzungen sicherlich etwas anders liegt als die Bundesregierung. Es hat Gespräche auch mit anderen Vertretern aus anderen Fachrichtungen gegeben. Und ich wiederhole es nochmal, die Ressorts im Rahmen ihrer thematischen Zuständigkeit sind ohnehin im Kontakt mit Wissenschaftlern aus ganz verschiedenen Fachrichtungen. Ich habe jetzt noch zum Thema Corona Herrn Blank, Herrn Jessen und Herrn Sturlik, richtig? Ja. Und dann schließen wir das Thema Corona ab. Und diese Antwort ist besonders bemerkenswert, weil genau den Experten, den Herrn Seibert hier nennt, als Beispiel für kritische Experten, der wurde nur für ein Computerprogramm angehört. Das hat das ZDF aufgedeckt und ich habe auch darüber geschrieben. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben unter der Überschrift, hat mir Angela Merkel einen Bären aufgebunden? Fragezeichen, weil sie diesen Professor in ihrer Antwort auf meine Frage damals brachte als Beispiel dafür, dass eben auch kritische Experten gehört wurden, aber der wurde eben gar nicht zum Thema, zu diesem Hauptthema gehört. Und ganz interessant, dass Herr Seibert genau das heute noch einmal wiederholt. Meine dritte Frage, die bezog sich dann noch auf einen weiteren Artikel von mir. Der Virologe Streeck war ja lange Zeit jemand, der durchaus auch Kritik an der Regierung geäußert hat. Und jetzt seit kurzem, es ist mir so aufgefallen, dass er jetzt die Regierung eher lobt, was mich sehr wunderte. Und umso mehr hat mich dann gewundert, als ich hörte, dass sein Ehemann Unterabteilungsleiter im Gesundheitsministerium wird. Auf meinen Artikel darüber gab es dann eine Reaktion. Aber hören Sie sich die Frage an. So, dann habe ich Herrn Reitschuster als Nächsten. Ja, eine Frage an das Gesundheitsministerium. Und zwar ist der Herr Zubeil, der Gatte des Virologen Professor Streeck, bei Ihnen jetzt Unterabteilungsleiter geworden. Und aus internen Quellen im Gesundheitsministerium habe ich die Information, dass die Abteilung in Berlin sei, er aber in Bonn bleiben könne, näher seines Wohnsitzes, und dass es da Unzufriedenheit gibt. Können Sie diese Information bezüglich der Abteilung und dem Verbleib in Bonn bestätigen, dass Sie das mit der Unzufriedenheit nicht kommentieren, ist klar. Danke. Ja, also erstmal kann ich bestätigen, dass Paul Zubeil seit heute sich als Unterabteilungsleiter um europäische und internationale Angelegenheiten im Bundesgesundheitsministerium kümmert. Er bringt als stellvertretender Direktor für den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen in Brüssel viel Erfahrung in internationalen Organisationen mit und er hat sich in einer externen Ausschreibung gegen ein gutes Dutzend qualifizierter Bewerber durchgesetzt und wir sind froh, dass wir ihn haben. Wie Sie wissen, befindet sich das Bundesgesundheitsministerium sowohl in Bonn als auch in Berlin. Zusatz? Dann haben Sie aber die konkrete Frage nicht beantwortet, ob seine Abteilung mehrheitlich tatsächlich in Berlin ist. Danke. Also da sehen Sie mir nach, dass ich die genaue Aufteilung dieser Abteilung Ihnen jetzt hier nicht darstellen kann, aber grundsätzlich sind wir ein Ressort, das in beiden Städten beheimatet ist. Aber Sie können es nachreichen. Das kann ich gerne sehen, ob ich das tun kann. Gut. Dann komme ich. Ja, auch da ist interessant, dass das Gesundheitsministerium hier ausweicht und nicht antworten möchte. Heute war ein Kollege von mir in der Bundespressekonferenz, den ich seit vielen Jahren kenne, aus Moskau. Stefan Stuchlik vom WDR, den ich in Moskau schon sehr geschätzt habe. Und hören Sie sich einfach mal seine Fragen an. Sie hatten Sie sich nicht gemeldet? Ja, doch. Herr Seibert, Sie haben von der Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes gesprochen. Es wurde hier in unregelmäßigen Abständen versprochen, den Zustand in Deutschland zu ändern, wonach wir nur 3 Tage in der Woche eigentlich vernünftig verlässliche Zahlen haben, weil die Ämter über die Wochenenden nicht richtig zählen. Können Sie uns denn einen Ausblick darauf geben, wann dieser Zustand beendet sein wird? Würde ich gerne das Gesundheitsministerium auch bitten, sich dazu zu äußern. Ja, also wir haben ja bereits viel getan, um den öffentlichen Gesundheitsdienst aufzurüsten. Wir haben in die Digitalisierung investiert. Da sei vielleicht noch mal auf DEMIS verwiesen, das digitale Meldesystem.
wo die Labore seit dem 01.01. verpflichtend alle Meldungen über SARS-CoV-2-Infektionen an die Gesundheitsämter eben nicht mehr per Fax, sondern digital weitergeben. Und es gibt den ÖGD-Pakt, wie Sie wahrscheinlich wissen, der mittelfristig helfen soll. Und wir haben auch personell geholfen, unter anderem ja mit der Bundeswehr und eben mit den Containment Scouts, die vor Ort die Kontaktnachverfolgung mit unterstützen. Und das hat der Herr Seibert ja schon vorgetragen. Dieses Programm soll jetzt fortgeschrieben und auch aufgestockt werden. Nachfrage, wenn die Zahlen so wichtig sind, nochmal die Frage, wann wird der Zustand beendet sein, dass wir nur Mittwoch, Donnerstag und Freitag verlässliche Zahlen haben werden? Also vielleicht muss man da noch mal dazu sagen, dass wir uns ja nicht die Zahlen an einem Tag angucken, sondern dass wir uns immer einen Verlauf angucken der Zahlen. Und dass wir uns auch nicht nur die Zahl der Neuinfektionen anschauen, sondern für die Maßnahmen ist ja immer entscheidend auch ein Gesamtbild der Lage, zu dem zum Beispiel auch die Auslastung auf den Intensivstationen gehört und vieles, vieles mehr. Der R-Wert, wie schnell verbreitet sich das Virus? Also Sie können das nicht auf eine Zahl an einem Tag runterbrechen. So, jetzt Herr Schlupplik. Herr Seibert, Sie haben die Situation auch sehr ernst besprochen. Es geht zum Teil um Reiseeinschränkungen. Wie bewerten Sie angesichts dieser Situation die Tatsache, dass viele europäische Profifußballclubs gerade kreuz und quer durch Europa reisen, einige auch in Virusvariantengebiete? Halten Sie das nicht für das falsche Signal zu dieser Zeit? Wir haben ein Sportministerium, vielleicht ist das etwas. Dem gebe ich sofort den Ton. Kollegin aus dem Sportministerium. Also das BMI ist natürlich, sind die Berichterstattungen auch bekannt. Wir sind da im Vorfeld nicht eingebunden und das BMI bewertet grundsätzlich die Planung nicht, aber ganz generell und losgelöst vom Einzelfall ist, wie Sie auch schon gesagt haben, natürlich Sinn und Zweck der Einreiseverordnung und der Corona-Schutzverordnung, den Viruseintrag nach Deutschland, insbesondere aus Mutationsgebieten, zu vermeiden. Und dazu gehört natürlich insbesondere die Kontaktreduzierung zwischen Menschen aus Mutationsgebieten und den Menschen hier in Deutschland, sodass die erlassenen Regeln nicht darauf abzielen, dass sich die Menschen jetzt anderorts treffen. Nachfrage, können Sie mir noch mal begründen, warum es in diesem Fall für diese Profifußballclubs, ich zitiere jetzt noch mal FC Bayern nach Katar, ich könnte jetzt noch eine große Liste anführen, warum es ausgerechnet für die jetzt Ausnahmen gibt? Also die Ausreise aus Deutschland ist ja nicht verboten. Und bei der Einreise gelten dann die Einreise- und Quarantänenregelungen wieder. Jetzt haben wir es. Gut. Ich fand die Fragen bemerkenswert und ich finde es toll, dass solche Fragen gestellt werden. Respekt vor dem Kollegen Stuchlik. Weiter ging es dann noch, das war sehr interessant, es soll jetzt eine gesetzliche Regelung geben, dass Feindeslisten verboten werden, also wenn jemand im Internet angegriffen wird, wenn man sagt, gegen den müsste man mal etwas tun, dass das dann illegal ist. Und da kam die Nachfrage von einem Journalisten von außen, der nicht da war, ob das dann auch für Linksextreme gilt. Dann kam die Antwort vom Ministerium, ja, das gilt für alle. Und dann kam es hier noch zu einem Wortwechsel mit dem Kollegen Thilo Jung von Jung und Naiv. Dann habe ich Herrn Jung noch dazu. Ja, das passt wunderbar. Das ist ja die Kritik, dass jetzt mit diesem Gesetz, dass dieses Gesetz auch gegen Antifaschisten angewendet werden kann, die Daten von Neonazis verbreiten. Also das wäre mir neu, dass die Bundesregierung das doof findet. Was ist jetzt Ihre konkrete Frage dazu? Dieses Gesetz, in der haben Sie ja gerade bestätigt, kann dann auch gegen Antifaschisten angewendet werden, die seit Jahren und Jahrzehnten Öffentlichkeitsarbeit machen und aufzeigen, wo Neonazis leben und so weiter und so fort. Also schützen Sie denn auch die Neonazis? Gegen jede Form des Extremismus und jegliche Verbrechen. Aber Antifaschismus ist ja kein Extremismus. Sollen diese Feindeslisten oder soll dieser Strafbestand gelten? Ich glaube, die Frage ist jetzt beantwortet. Ja, ich hätte gedacht, dass das selbstverständlich ist, dass auch die Antifa nicht per se die Guten sind. Und die sind ja
zum großen Teil extremistisch und umso bemerkenswerter dieser Wortwechsel. Das war es heute aus der Bundespressekonferenz. Wenn alles klappt, habe ich danach noch eine ganz, ganz spannende Aufzeichnung. Da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Dranbleiben, das wird ein richtiger kleiner Coup, wenn das alles funktioniert. Warten wir noch. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht kommt dieses Video heute etwas später, weil ich, wenn ich es schaffe, noch zu dem Autokorso gehen will, der am Olympiastadion startet. Vielleicht war ich dann schon dort, wenn das Video erscheint. Vielleicht schaffe ich es auch vorher. In diesem Sinne alles Gute, Grüße aus der Bundespressekonferenz. Dranbleiben, danke, ciao.